Boah. Alter, ist jetzt die Rare-Karte. Oh. Oh, Rainbow! Pass auf, du hast gerade mit deinem Daumen auf die Karte vorne aufgefasst. Du hast sie ungefähr von 1 Million Euro auf 5 Euro herabgewertet. Ich hab... Ich hab... Nimmst du die Karte und packst sie in eine Hülle. Ich hab keine Hülle. Herzlich willkommen zur großen, unangenehmen Pokémon-Show. So, ich will den ganzen Chat voller Jubel sehen. Jubel! Jubel! Wir machen zusammen Karten auf. Ich würde sagen, wir gucken mal, was dabei so rumkommt. Wir fangen an. Erstes Booster-Pack, meine Freunde. Wir machen zuerst auf Farbenschock, Schwert und Schild. Ich würde sagen, wir nehmen das erste Pack und öffnen. Okay, wir haben Pamuli, Pep-Pack, Samrunzel, keine Ahnung. Vorsichtig anfassen, okay. Ganovli, nicht das Bild anfassen. Oh, oh. Leute, was soll ich denn hier alles falsch machen? Watzapf. Dann haben wir hier eine glitzernde Karte. Das ist Samrunzel. Ist die Rare? 10k. Hört auf. Nee, ist sie nicht. Okay, gut. Pokusan, 5-Cent-Karte. Entspannt. Ja, eine Energiekarte halt. Eine Heldenmedaille. Energiekarte. Und Zwotoronin, Digga. Also, dit Booster, das war jetzt schon mal Trash. Das war schon mal Trash. Bunt der Gleichgesinnten, meine Freunde. Wir machen Bunt der Gleichgesinnten auf. Venicrow. Die letzten 5 Karten immer nach vorne legen. Warum? Okay, machen wir. Fasanop, Energiekarte. Folikon, ist so. Ja, kenne ich noch von früher. Ist so, Digga, ist so. Flapterix, Alter. Die ist sehr wertvoll. Venicrow nochmal. Schnäppke. Rotomorph, okay. Lidomith. Dusselgur. Driscepili. Okay, das ist unsere Shiny-Card hier. Ja, weiß ich jetzt nicht, oder? Also ist nichts. Caruso. Ich habe Caruso jetzt schon versucht zu erreichen. Caruso ist nicht da. Das ist Reverse Holo. Ist das geil? 1 Euro. Nein, ist nicht geil, okay. Ja, sieht geil aus. Sieht ganz cool aus, I guess. Das war's. Welten im Wandelbooster. Boah, Dieser Geruch ist einfach geil. Es ist einfach nur geil. Wir machen das ganz vorsichtig, okay? Wir gehen wirklich ganz vorsichtig mit den Sachen hier um. Oh, da ist irgendwas. Digga, da war irgendwas dabei. Die legen wir wieder weg, okay. Eine Energiekarte. Togedemaru, keine Ahnung, kenne ich nicht. Absol, Flamara, eines meiner Lieblings-Pokémons. Velursi, Gladitrini. Leufo, ist es Leufo? Ja, ne? Leufeo. Smogmog. Smogon ist es sogar. Nazgamet. Geronimatz. Okay, wieder Shiny. Chat. Was ist das? Ihr talkt doch wieder. Mega Schlappo und Pummeluff. 15 Euro. 15 Euro haben oder nicht haben, wa? Schlappo und Pummeluff GX. Oha! Chat? 30 Euro. 30 Euro die Karte. You need some help. Ja, Caruso, ich hab's dir gesagt, ich brauch Hilfe. Das ist die hier, Leute. Das ist die hier. Ey, ich hab eine 30-Euro-Karte. Das ist genau die hier. Was geht ab? 30 Euro. 226, 236. Deutsch Near Mint. Rebe, du hast gar keine Ahnung von Pokémon-Karten, oder? Nee, überhaupt nicht. Was sagst du? Wenn du die einfach nur so auf eBay verkaufen willst, so, ja, dann kommt der Preis hin. Aber du machst sie ja gerade auf, um eventuell die bewerten zu lassen und den Wert zu verzehnfachen, richtig? Ja. Es gibt ja dieses PSA-Grading. Und genau, wenn du die Karten bei PSA bewerten lässt, dann musst du natürlich auch nach der PSA-gewerteten Version davon suchen auf eBay. Und am besten immer nur nach verkauften Artikeln. Aber still eine nice Karte, oder? Dann ist das ja eh ein bisschen legerer hier, oder? Also pass auf, du machst jetzt ein Pack komplett neu auf, okay? Und das nimmst du dir und versuchst da nur an den Stellen, wo das Pack zusammengeschweißt ist, das aufzumachen. Nicht kaputt reißen die Hülle, sondern... Ja, siehe so. 1, 2, 3. So, ne? So, ja. Jetzt den ganzen kompletten Stapel umdrehen. So, ja. Warte, es müssen 4 Karten. Es müssen anscheinend 4 Karten bei den neuen sein. Ja, ist jetzt auch egal, komm. Ja, und jetzt gehst du einfach durch. Ja, grüne Erkunderin. Schillock. Dulfur. Ja. Krabox. Giovanni. Ganovli. Myrapila. Zaptor. Nee, Zubat ist es sogar. Und darunter war Smogon. Digga, Mann, ich hab's so lange nicht mehr gemacht, wirklich. Digga, und einfach Zaptor. Und, Mura, nee, Digga. Guck mal, das ist eine Reverse-Holo-Karte. Ja. Da ist außer das Bild halt alles andere Holo. Ist auch in jedem Pack drin. Ist halt chillig. Boah. Dahinter ist jetzt die Rare-Karte. Oh, Rainbow! Big Pull! Pop-Champs in Chat! Ist es wirklich so? Ja, eine Rainbow-Karte ist ein Big Pull. Ja, was heißt es jetzt? Dass die Karte mindestens 5 Euro wert ist. Okay, aber ist es Kwan Jutsu und Zorak? Zotorak. Pass auf. Du hast gerade mit deinem Daumen auf die Karte vorne aufgefasst. Du hast sie ungefähr von 1 Million Euro auf 5 Euro herabgewertet. Als ob ich da nicht einmal drauf... Darfst du nicht rauffassen? Nein. Okay. Also im Prinzip darfst du halt aufs Holo nicht rauffassen, damit du da keine Kratzer reinmachst. Und jetzt ich mach doch keine Kratzer, Digga. Ich hab doch keine Kratzer am Finger. Und jetzt nimmst du die Karte und packst sie in eine Hülle. Ich hab keine Hülle. Ich hab keine Hülle.
Wir legen die hier vorne zu der anderen Holo-Karte. Aber nicht aufeinander, damit die nicht zerkratzen, ne? Genau. Umdrehen. 1, 2, 3, 4. Zack. Eine Energiekarte mal wieder. Irgendeine wacke Trainerkarte. Plintrin? Keine Ahnung, Alter. Bis jetzt bin ich echt enttäuscht von dem Set hier. Den Bruder kenne ich noch von früher. Er muss aufpassen, dass du wirklich nur Karte für Karte machst. Guck mal, ich weiß jetzt schon, dass du einen Reverse-Holo hast. Oh nein! Ich spoil das richtig schlecht, oder? Ja, du bist wirklich richtig Natu! Natu! Reverse Holo. Natu ist cool. Ist schön. Also wir machen das ja auch hier gerade für den Fun-Chat, ne? Ich hab dich lieb. Okay. Ich wünsche dir noch viel Spaß, dass du eine geile Holo-Karte ziehst, ne? Ja, danke dir. Ciao. Verlosen die. Ja, können wir sogar theoretisch machen. So. Ich gehe die Karten, wo ich weiß, dass die halt nicht viel wert sind, einfach relativ schnell durch. Das sind alles nette Karten, ne? Aber uns interessieren ja die Holo-Karten. Aber ich glaube... Oha, okay, eine Reverse Holo wieder. Golgantis. Ja, auch schön, auch schön. So, Farbenschock. Glumanda, der Ehrenbruder. Glumanda, die Rare war nicht drin. Oha! Kamalm. Sieht gut aus, ne, die Karte. Pion Draghi. Sieht teuer aus. Ja, sieht teuer aus, aber ob sie das ist, ist halt die Frage, ne? 3 Euro schreiben viele. Ja, ja, dachte ich mir schon. Ein Teamruf, I guess. Trainerin. Oha, schön. Eine Holo wieder. Mimigma. Schöne Karte. Ui, guck mal hier. Stalos, Digga. Stalos. Stalos ist ein geiles Pokémon auf jeden Fall, ja. Ich glaube, wenn das Video draußen ist, wird mir sowieso einer sagen, ob das jetzt ein... Oh, das war jetzt gerade sehr dumm. Ob das jetzt ein Big Win ist oder nicht. Ob da irgendwas dabei gewesen ist, denke ich mal. Ich liebe ja diese Knitted-Bilder. Finde ich immer sehr, sehr cool. Eine Holo-Karte, Leute. Okay. What the fuck? Psyaina und Desoix. Full Rainbow. Full Art, ne? Ja. 10 Euro. Legen wir dazu. Pokémon Artworks sind wirklich sehr, sehr wild in meinen Augen. Oha, was ist das für ein Muster? Checkt ihr das? Eine Reverse Holo, aber das Muster da drauf ist geil. Der Print ist geil. Sieht cool aus. Ja, wieder eine Reverse Holo, so wie in jedem Pack, klar. Und, oh doch, auch schön einfach, ne? Letztes Pack, rein in die Masse. Oh, oh, okay, Leute, ist das der Big Win? Ist er das? Wir werden es sehen. Okay, let's go, rein in die Masse. Nothing, 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 nothing. Schöne Hände, Mashallah. Dankeschön. Nothing. Nothing. Ja, eine Reverse-Holo-Card mal wieder, ne? Svaroness, Alter. What the fuck? Weird Champ. Weird zu dem Champ. Okay. So weit, so gut. Ich nehme jetzt mal alle Holo-Karten trotzdem. Das ist auf jeden Fall unsere Ausbeute heute. Die ganzen Reverse-Holos hier. Hm, ganz lieb. Ganz nett. Da war jetzt nichts allzu krasses dabei. Wenn das irgendwer hier etwas sehen sollte, was ihn angeilt oder was extrem gut ins Auge fällt oder zum Deck noch fehlt, sagt da gerne was. Ganz gut gefällt mir die hier. Pion Draghi ist zwar nicht viel wert, finde ich aber trotzdem sehr schön. Ne? Das sind auf jeden Fall die Reverse-Holos. So, und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zum Highlight. Und zwar sind das diese drei Karten hier gewesen, Leute. Und die drei Karten, die haben ganz besonders geschmeckt. Die Links ist anders sexy. Ja, ja, finde ich. Ich finde die alle drei sehr geil, muss ich ganz ehrlich sagen. 305 Euro für die Linke. Niemals. Niemals im Leben. Niemals. Was sagt ihr, Chat? Was ist das hier? Was ist das Dreiergespann hier wert ungefähr? Ich habe jetzt auch sehr oft 60, 70, 80, 90, vielleicht 100 Euro gelesen. Hat auf jeden Fall mal Bock gemacht, sowas mal zusätzlich zu machen, finde ich. Beim übernächsten Mal, meine Freunde, gehe ich hin. Ich werde euch dann mal einfach alle meine Karten zeigen, die wir haben. Es ist einfach schön. Es gibt wieder diesen Kindheitsvibe. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach wirklich geil. Es hat einfach Spaß gemacht, wieder mal.